Ja. So, auf jeden Fall, willkommen zu Minecraft PT Staffel Nummer 5. Ne, es geht, es geht. Es geht. Alle sind wieder da, die sonst auch immer dabei sind. Alle sind da. Wir können mit zocken, ne, falls ihr Bock habt oder so auf YouTube, bevor ihr die ganze Zeit in die Kommentare reinschreibt. Es geht jetzt auf die Eier, Alter. Jeden Tag kriegst du eine Nachricht. Wie kann man mitmachen? Kann ich mitmachen? Darf ich mitspielen? Halt die Fresse, Anderman. Ihr müsst einfach nur mich auf Xbox anschreiben oder einfach adden und dann am Samstag 14 Uhr. Twitch.tv, Sattelzinger, einfach reinjoinen in die Party, dann auch über Xbox und dann könnt ihr mit so easy peasy. Das Annika ist zu übrigens schnell. Auch, beispielsweise Annika spielt heute mit und spielt auf der Switch. Alles darf ich Chase sie bannen? Und ja. Über die Xbox. Also ihr könnt auch auf anderen Plattformen mitmachen. Nein, Anna mehr darfst du nicht, sonst bann ich dich, Alter. Okay. Hört auf jetzt reinzuschreiben in den Chat, wie man mitmachen kann. Assassin, Jesse, fui, aus. Sonst gibt's 2 Stunden Timeout. Ja, das meine ich ja. Anna mehr, du hast aber nichts zu melden, Anna mehr. Back, bannen einfach weg, Digga. Einmal wegbannen, Alter. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Philipp, ich habe ja wieder die Tage Warface gespielt. Kennst du das noch? Von damals, 360? So ja, gut klar, Digga, Oldschool-Zeiten. Ja. Hast du schon mal gespielt, als es für die Warn rausgekommen ist? Ist das schon ein bisschen länger her? Ja, aber es ist irgendwie, die Nostalgie hat schon großen Teil mitgespielt irgendwie. Also jetzt, wo ich das letzte Mal, das ist schon länger her, das ist halt einfach Pay-to-Win, Digga. Also wenn du wirklich Geld bezahlst, kriegst du einfach bessere Waffen und kannst damit besser den Gegner töten. Also, ja, sehe ich. Keine Ahnung. Oder schreibe ich. Ich wollte heute mal Battle Royale spielen, ne? Einfach weil ich Bock drauf hatte, weil ich mal gucken wollte, wie Battle Royale ist. Ich wusste einfach nicht, dass das Ding Battle Royale hat, ne? Ich krieg nicht eine Lobby voll. Als ob ich direkt Dias gefunden hab, da die Aufnahme geht 2 Minuten direkt Dias in meiner Fresse, Junge. Das ist so lächerlich, Junge. Du hast so ein Glück. Du hast ja, noch nie in einem Projekt so viel sicher Glück gehabt. Sicher ein X-Ray angemacht, weißt du? Digga, ich baue mich einfach straight in Richtung aller direkt Dias, Bruder. Vorher warst du mit schön im Spectator-Modus rein. Ja, wahrscheinlich, Digga, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich diese ganzen Steine erstmal noch privat platziert, bevor der Aufnahme. Wahrscheinlich, Digga. Ja, ja. Ich habe einfach die Koordinaten gemerkt, Digga, und jetzt habe ich sie einfach eingesammelt, weil ich die erst platziert habe. Wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich. Du hast die Map kopiert und dann auf der kopierten Map Spectator-Modus, Digga. Ja. So ein Ding ist das. Wahrscheinlich, Digga. Ich habe sonst nichts Besseres mit meinem ganzen Leben zu tun, Digga. Ja, ja, Digga. Wahrscheinlich muss ich vom eigenen Minecraft-Projekt cheaten, Digga. Wahrscheinlich, Alter. Ich bin nicht so verzweifelt wie Anderman, Digga. Anderman wird safe machen, Alter, ganz ehrlich. Nee, würde ich nicht. Anderman wird so einer, der wird LPT Together machen, Digga, und wird einfach privat weiterspielen, so weißt du? Ansonsten ist die Aufnahme, privat wird einfach weiterspielen. Ja, auch wenn Leute mit zocken, Digga, willst du einfach privat weiterspielen, Alter. So einer wärst du, ganz ehrlich. Safe Call, Alter. Halt wirklich machen, Digga. Zehner, wenn er das nicht machen würde. Leute, Samstag ist wieder Aufnahme, Alter. Nächste Aufnahme, Full Dia, ganz Dia-Haus, Alter. Komplett mit Dia-Blöcken gebaut. Genau so, Digga. Das ist schon gar nichts auf einmal, alles Dia. Ja, so zweite Aufnahme, einfach komplett voll Leben durchgespielt. Drei Enderdrachenköpfe oben auf dem Kühlergrill, Alter. Aber ja, wahrscheinlich, Digga. Jungs, ich hab ein bisschen vorgespielt, kein Problem jetzt, oder? Ja, ich hab mir ein paar Sachen mal angeguckt, ne? Ich wollte mal kurz gucken, wie das geht. Ich habe länger nicht mal Minecraft gespielt. Ist das weit, Leute? Guckt mir mal ganz kurz bei meinem Haus an, Digga. Alles voll mit Dias, Digga. Irgendwelche Diamantsäulen hat er sein Haus gebaut. Irgendwie ein Smaragd-Thron, Alter. Paläste, du hast eine ganze Stadt. Baut er so den ganzen Game of Thrones-Thron einfach mal 1:1 nach, Alter. Mit Smaragd-Blöcken und Dia-Blöcken. So ein Ding, Alter. Die ganze Wand hat er dann voll gezimmert mit irgendwelchen komischen Bilderrahmen, mit verzauberten Diamantschwertern, die er nicht mehr braucht, die er überall gezimmert hat, Alter. Genau, alles mit wie heißt das, Reparatur drauf. Und dann zockt er mit den anderen Leuten und sagt die ganze Zeit, ach Leute, ihr habt so wenig, Alter, wie schlecht kann man nur sein in diesem Game, Alter. Ja, warum habt ihr noch keine Dias? Guck mal mein Equipment an, Digga. Zweite Aufnahme und schon voll Dia, Alter. Was ist denn los bei euch? So ein Ding wär Underman, Alter. Ja, Mann. Ist da gibt es einfach gutes Gameplay, weißt du? Oh, Philipp, hast du dir eigentlich das Gameplay zu Ghost of Tsushima angesehen? Ja, habe ich gesehen. Also ich muss sagen, die ersten Minuten, wo ich das gesehen habe, dachte ich so, nicht so geil. Die Grashalme sehen irgendwie nicht so geil aus. Also generell die Grafik, vielleicht war das auch einfach ein schlechter Stream. Aber so mehr gezeigt wurde, desto geiler fand ich es, Digga. Und dann, so am Ende bin ich rausgegangen aus diesem Stream oder wie auch immer und dachte so, Digga, das ist so ein geiles Spiel. Das ist wie, ich kann es am besten so vergleichen, damals, wo Assassin's Creed Syndicate rausgekommen ist. Danach kam's so, haben die sich so Gedanken gemacht und wollten irgendwie diese IP verändern. Die wollten was Neues machen aus Assassin's Creed. Und dann haben die Origins gemacht. In einem Alternativuniversum wäre anstatt Origins, wäre dann dieses Spiel rausgekommen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist das alternative Universum von Assassin's Creed. Weil man kann genauso kämpfen, so mäßig, und man kann Assassin sein, Samurai, Japanisch und so. Also ist das so das Assassin's Creed 2.0 an auf dem. Hä? Ich finde das schon sehr, sehr geil. Alter, kannst du bitte aufhören, irgendwas reinzuschreiben, Alter, im Chat? Was machst du da? Was? Ja, hast du was eingetippt gerade? Schnell wie Alderman, so zu viel Spiel nach unten. Vor allem deine Tastatur, Alter. Kauf doch mal eine vernünftige, Alter. Nicht so eine scheiß drecksmechanische, Alter.
Digga, ja, es ist eine mechanische Tastatur. Das hörst du an den Tasten, weil die so scheiße laut sind, Alter. Ganz ehrlich, wer in einem Call mit anderen Leuten zockt und eine mechanische Tastatur hat, einfach Hurensohn, Digga. Einfach Hurensohn, ganz ehrlich. Direkt gelb, Adidas gelb, Digga. Digga, du bist ein Hurensohn. Nee, ganz ehrlich, Digga. Mechanische Tastatur, Digga, direkt Hurensohn, Alter. Wenn du mit Freunden spielst, Alter, dann so eine laute Tastatur hast, ja. Digga. Einfach Hurensohn. Also, wenn du extra eine laute Tastatur kaufen musst. Kannst mir schön auf den Arsch lecken. Ist mir doch egal. Kannst du schön auf den Arsch lecken, Alter. Ah ja, na, Digga. Ja. Nee, danke, heute nicht. Heute nicht, Digga. So ein gesonderter Tag oder was, Alter? Heute nicht. Ich glaub, dass du das hörst, das ist mir so scheißegal. Ah ja, Digga. Ich werde jetzt extra provozieren, die nächsten zwei Stunden nur noch draufhämmern, Digga. Nur um dich zu provozieren. Ja, und wieder rausgeschmissen. Ja, wieder rausgeschmissen, ganz genau. Da kann Anderman halt zufälligerweise nicht mehr auf die Welt connecten, Digga. Wenn ich eine mechanische Tastatur habe, werde ich aus dem Projekt rausgeschmissen. Aha. Du kannst die Taste aber auch leise drücken, Alter. Du musst dich die ganze Zeit. Digga, ich kann sie nicht leise. Ach, Alter, weißt du, ganz ehrlich, Alter. Ist, brauchst du nicht übertreiben, so Alter. Gegen einen Razer ist das so leise, okay, die Tastatur. Es kommt nicht auf die Marke, es kommt drauf an, was es ist, Alter. Mechanische Tastatur. Digga, ich hab auch da hinten eine mechanische Tastatur, Alter. Die ist 10-mal lauter als meine normale, Alter. Mechanische Tastaturen sind einfach richtig laut, Alter. Weil das einfach fucking Metall ist, Alter. Mechanische Tastaturen haben meistens immer Metalltasten und so eine scheiß Kontakte, Alter, die dann richtig laut sind. Ja, das sind einfach die besten Tastaturen, aber egal. Sind sie nicht, Alter. Die klingen wie fucking Schreibmaschinen aus 1970er Zeiten, Alter. Alter, lass dich mal kurz eine Nachricht schreiben, Alter. Satir hat keine Ahnung wieder mal. Warte kurz, Alter, schieb mal kurz, ich muss so kurz das Papier nach links schieben, Alter, damit ich weiter tippen kann. Xbox-Spieler. Na, weiter, Alter. Du spielst selber auf Xbox, aber gut. Ja, aber nur hauptsächlich auf auch PC, nur FIFA, aber ne? Aber nur FIFA spielt er auf Xbox, Digga. Ja, nur trotzdem, FIFA. Du spielst auf Xbox. Ja, und man bleibt sich halt selber gerne, ne? Habe ich nicht der Warzen? Ja, habe ich. Warum fragst du uns das, Alter? Er redet mit seinem heftigen Chat, Digga, wo alle Leute ihn subscriben und abonnieren, Digga. Er redet mit seiner Tastatur, Alter, so ein Ding. Deswegen ist sie auch immer so laut. Nico, was ist denn eigentlich mit dir passiert? Ich sehe gerade, dass du was im Chat geschrieben hast, Alter. Hast du dein Mikrofon geschrottet, Alter? Was ist passiert? Ist kaputt. Ja, ist voll nett ausgerustet, Digga, da wahrscheinlich aus Fetzer geschmissen oder so, Alter. Was? Kein epischer Victory Royale, so der Pisse, Alter. Bann! Scheiß drauf, Digga. Scheiß, aber zack, raus. Bann, als ob du einen Sprachchat-Bann kassiert hast, Digga. Als ob, nicht ernsthaft, oder? Er hat sicher jemanden geschimpft. Ja, dann hatte Fortnite jemanden beleidigt, Alter. Hä? Aber das war doch schon mal bei dir so, da hast du auch ein Zweitprofil benutzt. Wieso machst du das nicht nochmal? Wurde auch gebannt im Zweitprofil, Alter. Nein, ja, wahrscheinlich, Digga. Ich glaube, der war schon mal gebannt und dann hat er einfach ein Zweitprofil benutzt und dann einfach auf dem Zweitprofil Party und auf dem Erstprofil einfach zocken. Das ging ja. Ja, sag mal, Nico, war nicht dein Zweitprofil Easy Clap, Alter? Oder also beide Accounts gebannt. Komplett lost. Beide Accounts gebannt. Ich sag's doch, Digga. Der war bestimmt in der Party, hat jemand beleidigt. Alter. Digga, er war bestimmt in der Party, hat jemand beleidigt, danach wurde er gebannt, dann ist er mit dem zweiten Account nochmal rein in die Party und nochmal durchbeleidigt, Alter. Digga, wie kann man auf zwei Accounts gebannt sein gleichzeitig? Was hast du für eine Scheiße gemacht? Er hat Rainbow Six Siege jemanden beleidigt, Digga. Direkt gebannt, Alter, überall, Junge. Aber noch einen Account machen. Noch einen dritten. Und der nicht reicht, dann noch einen vierten, Alter. Vorne ist ab 18, oder? Ja, genau, vorne ist ab 18, ja. Mit den ganzen Nude Skins, ja, da hast du recht, Anderman. Ja, aber es ist schon eigentlich gewalttätig, das Spiel. Der ist auch gewalttätig, Alter. Du rennst mit dem Schwert rum und stichst irgendwelche Außerirdischen ab, Alter. Ja, das stimmt. Ja, siehst du, also ist Terraria auch am 18, Digga. Mario oder Sonic spielen, kind of Call of Duty. Hallo? Ja, Super Mario, Alter? Ganz ehrlich, Super Mario, Digga. Super Mario sollte eigentlich verboten werden. Du springst auf arme Schildkröten und tötest sie, Alter. Weißt du, die verstecken sich in ihrem Panzer, weil sie Angst vor dir haben und du wirfst sie einfach across the map, Alter. Ja, weil die Bastarde ist hin, okay? Tötet einfach Waschbären und zieht ihren Pelz. Ganz genau, Alter. So ganz genau. Einfach widerlich dieses Spiel. Peter gesagt, ey. Ja, Feder auch. Beste Organisation. Beda. Die Beda. Hat die nicht sogar so eine Scheiße gemacht, wo so. Ich glaube, so ein Affe hatte die Kamera betätigt, hat ein Foto von sich selbst gemacht, dann haben sie den Fotografen verklagt und so eine Scheiße. Ja, weil die gesagt haben, der Affe hat das Recht am Bild, weil der Affe diesen Knopf gedrückt hat. Alter, ja, die kann man schön in, weißt du, was lutschen, Alter. Alter, hast du den Stream gerade offen? Peter ist einfach lost. Siehst du das, was ich gerade gefunden habe? Nee. Oh, ich hab die erst schon wieder gefunden, Anna. Was, Diamanten? Ich hab den Stream offen, aber... Digga, hast du nichts zu tun in diesem Spiel? Bau doch mal irgendwas, anstatt die ganze Zeit nur bei mir vor der Fresse zu hängen, Alter.
Digga, lass doch meinen Sohn in Ruhe. Sag mal, züchte mal deinen Sohn an, wenn jetzt mal ganz ehrlich, Junge, hat keine Manieren. Häuser, mach irgendetwas, warum sneakst du die ganze Zeit vor mir? Geh los, bau Häuser, spiel Minecraft, Alter, aber mach irgendwas. Oh nein, ich hab einen... Oh, nein. Wie viele Dias hab ich jetzt? Digga, 25 Dias hab ich schon wieder gefunden, Digga. Marschala, Alter. Extra Samstag, 14 Satir, Uhr, du kaufst nicht, auf, was Digga, ich gefunden habe. Nur die mit dem Gedanken vor mir rumzusneaken. Das ist dein einziger Gedanke. So der Dank, du glaubst nicht, was ich nice gefunden Digga. Habe. Ja, du hast mich gefunden, Alter. Du bist bei mir unten in der Höhle, ja. Alter. Verpiss dich, Alter. Aber ich wollte gar nicht zu dir. Junge, hör auf, meine Steine einzusammeln. Das ist meine Hut hier unten, Anderman. Verpiss dich, Alter. Das ist meine Hut hier unten. Ich wollte gar nicht zu dir. Ja, dann geh's in eine andere Richtung. Das ist meine Hut hier unten, Alter. Das ist mein Buxtehude, ja. Alter. In der Süd bin ich hier unten, Digga. Verpiss dich, Alter, ganz ehrlich. In der Süd? Ja, ja, noch weiter nach unten geht's nicht, Alter. Kannst du bitte weg von mir bauen? Im Westen? So schnell töten, wenn du hier ist. Ja, weil du sonst keine findest, nicht wahr, du Bot, Alter? Nee, du bist im Osten, wohnst du. Keine Ahnung, ich habe jetzt keine Karte, wo ich geografisch rauchen kann. Ich glaube, ich bin im Süden. Alter, kannst du da weggehen? Ich bin in der Süd. Jetzt geh weg, Alter, das ist meine Ecke hier, wo ich mich lang baue, Alter. Weißt du, Alter, man kommt jetzt sogar runter, weil er keine Dias findet und will bei mir rumgammeln, Alter, weil ich mal welche finde. Ja, sicher. Anderman ist einfach so unsportlich. Jetzt baut er sich 3 Meter neben mir in selben Gang, in selben Richtung, Alter. Verpiss dich, Anderman, Alter. Nee. Piss dich, Digga. Ganz ehrlich, Digga. Einfach Anti-Mate, Digga. Einfach ein Anti-Mate. Immer schon gewesen. Ja. Anderman ist einfach... Anderman prägt einfach diesen Begriff Anti-Mate, Alter. Ich bin einfach ein Ehrenmann, okay? Ehrenloser Mann, da hast du recht, Anderman. Nein, Ehrenmann. Ah, shit, here we go again. Ich hab schon wieder... ich bin schon wieder beim Spinspawner, Digga. Der gute alte Spinspawner, ja. Jetzt hast du alle 4 Seiten bekommen, oder? Ja. Alle 4 Seiten. Ah, wurde schon ob, gelootet. Ja, natürlich! Digga, ich bin schon 4 Mal hier gewesen, als ob ich das nicht gelootet hab, du Idiot, Alter. Was? Einfach Fivehead, Digga, einfach Fivehead, Anderman. Was, ist schon das 4. Mal hier gewesen? Ja, scheiße, Mann, der Scheiß gelootet. Ich kann ja nur. Die Kiste. Wie wahrscheinlich ist es, dass er es hier schon gelootet hat, ne, Anderman? Wow, Alter. Welche Spitzhacke hast du zur Tür? Was mit Glück 2. Ich kann nichts essen. Okay. Musst du kurz warten. Wahrscheinlich vorne zu gerade Strauch, ne? Da ist gefühlt öfter das Problem. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gehabt. Das ist übelst nervig. Strauch würde ich aber nicht essen. Wieso, Anderman? Du bist doch ein Lauch, oder was? Warte mal die Fresse, Mann. Warte mal die Fresse, Mann. Ne. Okay, Anderman. Bist du nur neidisch auf mich? Ja, natürlich, deswegen mache ich auch momentan Sport, um abzunehmen, Digga. So, geh mal kurz weg, die Scheiße. So. Easy. Irgendwas wollte ich nochmal sagen. Das wollte ich mit Assassin besprechen, Alter. Bei Assassin gibt ja jetzt einen Rainbow neue Operator. Wollte ich auf die Tage nochmal reingehen. Also, die sind noch nicht draußen, aber die kommen demnächst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's echt erstaunlich, wie die Rainbow Six Siege einfach immer noch weiter zimmern, ne? Also, es kommt halt noch kein neuer Teil oder so. Für die neue Konsumgeneration. Ja, aber irgendwas großartig, irgendwie, keine Ahnung, neuer Teil. Nehmen wir mal zum Beispiel Call of Duty, die machen ja immer wieder was Neues, immer wieder einen neuen Teil. Ja, bei, keine Ahnung, bei Rainbow lohnt sich das einfach mehr, weißt du, die ganze Zeit einfach neue Operator, das bringt dir mehr Geld, als ein ganzes Spiel von neu auf zu programmieren. Ich meine, das machen sie ja am Ende. Und dann ist wieder Cash, Digga. Ich meine, am Ende des Tages machen sie das ja. Anderman, warum hast du gerade Annika zugeflüstert, Zed Newt? Alter, warum siehst du das? Kannst du bitte aufhören mit der Scheiße, Alter? Was ist mit dir? Digga, warum siehst du das? Ich hab's dir schon vorher mal gesagt. Weil ich Admin bin! Anderman, Alter, jetzt ist also absolut grenzwertig hier gerade. Annika, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Also? Wie alt warst du nochmal? 17. 17? Nee, glaube ich. Annika, warst du nicht noch jünger als 17? Warte mal. Tausch ich mit dir jetzt? Ja. Du bist doch 15 oder nicht? Das ist ja 15, Anderman! 15, Junge! Oh mein Gott, das ist Spaß. Oh mein Gott, 13 plus. Oh mein Gott. FBI oben ab, Junge! Nein, das wollte ich gar nicht. Kannst du nur anhören. Vor allem, wer sich aufgeregt hat, dass ich das gesehen habe, Alter. Anderman hat einfach weitergemacht, wenn ich es nicht gesehen hätte, Junge, weißt du? Du hast ja angefangen. Oh, Dias. Du widerlicher Mensch, Anderman, Digga. Das ist jetzt so schlimm, war. Anderman ist aber ein widerlicher Mensch, Digga. Einfach widerlich, Digga. Widerlich, Alter. Open Alter. Immer diese Leute, die Herzen schreiben, Alter. Das musste ich machen. Schreibt der 15-Jährige an, dass die News schicken soll, Digga. Anderman, Digga, einfach widerlich, Digga. Einfach widerlich. So komplett eskaliert. Das habe ich von Montana Black gelernt. Wahrscheinlich schreibt er auch 15-Jährige an, dass die News schicken soll. Wahrscheinlich, Digga. Annika, wahrscheinlich. Was hat er gesagt? Annika? Send Nudes. Ja, das war aber nicht diese Annika, sondern das war eine andere wahrscheinlich von Instagram, Alter. Ah, glaube ich nicht. Wahrscheinlich, es gibt nur eine Annika, da hast du recht. Da hast du recht, Alter, es gibt nur eine Annika. Genau wie es einen Anderman gibt, Digga. Es gibt nur diesen einen. Es gibt diesen einen Dominik, ja. Alter. Diesen einen.
Ja, nur einen auf der ganzen Welt. Ja, dann sollen sie alle irgendwelche anderen Namen aussuchen, Alter. Oder irgendwie, keine Schling. Ahnung. Die sollen sich alle Dominik 287 oder so nennen, Alter. Weißt du, der ja, stell dir mal vor, Alter. Du kriegst ein Kind, Alter, willst du es Dominik nennen? Auf einmal heißt es ja, der Name ist schon leider vergeben. Alter, aber wir können ihm Namen geben wie Stefan 678 oder XXX Stefan XXX, Alter. Einfach, also einfach bei deiner Geburt wurde einfach rausgelost von der Xbox, welchen Namen du bekommen sollst. Wahrscheinlich, Digga. Ist sicher rausgekommen, es hat. Weißt du, in einer anderen Realität würdest du jetzt XXX Adamant XXX heißen, Digga. Weißt oh Gott! XXX Dominik XXX, Alter. Stell dir mal vor, hast du so einen komischen Namensschild an deinem Hemd dran, weil du auf Arbeit bist, Alter. XXX Dominik XXX, Alter. Oder der echte Dominik XXX, Alter. Bruder. Der allerechte. Wahrscheinlich, der Hübschling. Ja. So. Ja, Mann. Der Hübschling, Digga, du hättest mal ganz schön viel von dir.